nachdem die hintere Kurve festgeschraubt wurde, gilt es jetzt, diese letzte Gleislänge zusammen zu friemeln, auf gut Deutsch. Da muss auch geschnitten und gekürzt werden. Ich habe von vorne weg eine Distanz von 17,2 zu berücksichtigen. Da will ich mir mal einen Stift besorgen müssen. So, wie gesagt, 17,2. Und dazu etwa 22,5. So muss dieses Glas zum Liegen kommen und so dieses. Für das hintere Ende muss ich 6 mm für die Platte hier abziehen, dann sind das 16,4. Und 21,8. Demnach müsste dieses Gleis also so zu liegen kommen. Zum Glück schon mal verlängern. Und jetzt kann ich zumindest schon mal für hier hinten ziemlich genau anreißen, wo das geschnitten werden muss. Das sind 13,6 cm auf der Seite. Und dann sollten es auf der anderen Seite doch unbedingt auch 13,6 werden. Okay, wo geschnitten werden muss, ist jetzt schon mal klar.
ist wirklich sehr leicht zersparenbar. Jo, damit da jetzt die Laschen drauf passen, schneide ich mal ein bisschen was von dem Schwellenbett ab. Und jetzt sollte ich das noch befeilen. Ich hole mal eine Feile. Pfeile ist da. Noch die Lasche umsetzen. Und dann kann ich das hier ansetzen. Gewicht drauf. Und dann schraube ich zunächst einmal das gebogene Gleis da dran fest.
bin gleich immer gleich. Ja. Damit ist das schon mal gesichert und ich kann das Gewicht runternehmen. Das war jetzt schon mal ein schöner Fortschritt.